So, hallo und herzlich willkommen wieder bei KJ Games Merch Collect. Mal heute mit einer Assassin's Creed Edition, nämlich von Brotherhood, der Codex Edition. Ist hier in so einer schönen Möchtegern-Steinschatulle verpackt. Und ich mache die direkt mal auf. Da gab es nur noch eine Papierumverpackung. Hier haben wir erstmal so den Deckel. Nichts großartig Besonderes. Dazu kommt dann hier ein Kartenspiel oder beziehungsweise so Karten über die einzelnen Charaktere. Ich muss auch sagen, Brotherhood ist ist mein Lieblings-Assassin's Creed, muss ich einfach sagen, so rein von der Welt und der Story und so, fand ich das schon sehr, sehr geil. Und es ist hier, das ist das Kartenspiel. Dazu kommt dann noch ein, der Game-Soundtrack hier, allerdings nur in so einer Pappverpackung hier mit der CD auf der Seite drin. Und das ist die mit 21 Titeln und den Assassin's Creed 2 Bonus Track hier mit dabei. Dann haben wir hier eine Bonus DVD mit Artworks und Videos drauf. Hier nicht so spektakulär. Dann haben wir hier einen schönen Brief, wo nur Assassin's Creed und Ubi Workshop drin steht. Und da sind schöne Artworks drin, wie es aussieht. Aber die, okay. Hier haben wir auf jeden Fall mal ein schönes Artwork von Ezio. Sieht richtig geil aus, muss man schon sagen. Ich habe gerade keine Ahnung, wer das ist. Aber es sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. Ja, aber so im Großen und Ganzen war es das mit diesem Brief. Also ist jetzt nicht so überwältigend, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie viel die damals gekostet hat. Ich glaube 120, 130 Euro. Mittlerweile dürfte sie auch vielleicht schon ein bisschen günstiger geben. Wobei, Codex, ich glaube, die gab es damals sogar bei Amazon. Gut, dann haben wir hier eine Karte von Rom. Also eine komplett, Rom war ja die Stadt, die Hauptstadt, wo es hat auf der Rückseite natürlich wieder ein schönes. Damals war die Verarbeitung noch nicht so schön wie in den nachfolgenden Teilen, muss man sagen. Assassin's Creed und hier ist die Stadtkarte, allerdings ist da nichts eingezeichnet. Ist ein bisschen schade. Also da sind keine Collectibles oder so eingezeichnet. Ja, ist ein bisschen mau, aber naja, was soll's. Gut, dann haben wir hier noch eine DVD. Assassin's Creed Lineage? Lynch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da ist der Inhalt. Gibt es noch zusätzlich zu dem Kurzfilm das Making-of und den Trailer, geht 36 Minuten und ja, ist in 16:9 mit Stereoton, ja, ist ganz nett. Und jetzt ist das Geile hier, wir sind an sich leer, aber hier, seht ihr das? Da ist so ein roter Pinöppel, da kann ich dann das Ganze mal öffnen und da ist dann so eine Art Geheimfach. Hier, nämlich ein Buch. Ein Buch, das einen coolen, ja, ein cooles Cover hat, so möchte gern Leder, alt und auch mit den Seiten hier, die so ausgefranst sind und da, das ist schon echt hochwertig gemacht. Also da kann man nicht sagen, das ist richtig geil. Das wirkt so, als wenn das hier alles zusammengeklebt wäre und nicht so halt wie früher, wie man früher halt Bücher gemacht hat. Wenn ich hier mal ein bisschen durchblätter und das Ganze sogar auf Deutsch. Das ist echt geil. Also da haben sie es richtig cool gemacht und das ist so wahrscheinlich einer dieser Buch der ersten Menschen sozusagen. Hier auch mit ein paar Artworks noch mit drin. Das ist richtig geil gemacht. Das kann ich nicht anders sagen. Und das war es dann soweit dann auch mit dieser kleinen Schatulle hier. Und ich glaube, das Ganze war auch nicht so teuer. Ich glaube, das hat keine 100 Euro vielleicht gekostet oder 90. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das ist ganz nett. Damals gab es halt noch keine Figur oder beziehungsweise diesmal gab es dann damals keine Figur, weil sonst hatten die ja auch immer im Zweier und im Einser hatten die ja auch immer eine Figur und die habe ich auch. Allerdings habe ich die nicht, bei der Zweier habe ich nur die Figur und nichts anderes und auch nur die White Edition, die Black Edition gab es damals nicht mehr, die war ausverkauft und ja, deswegen, das war es jetzt mit dem Video zu dieser kleinen Schatulle hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da. Vergesst nicht, die anderen Videos anzugucken und auch nächste Woche wieder reinzuschauen. In diesem Sinne, bis dahin, immer schön weiterzocken. Ciao!